Direkter Absatz. Vorteile. Nachteile. Ich habe die Frage bzw. die Antwort schon mal strukturiert. Die Frage lautet natürlich, was sind die Vorteile und was sind die Nachteile des direkten Absatzes? Also, Vorteile sind der unmittelbare Kundenkontakt. Ja, es ist in der heutigen Zeit sehr wichtig, die Hand immer am Puls des Kunden zu haben und zu gucken, was sich da verändert. Die Unabhängigkeit von den Händlern ja, die Abhängigkeit von den Händlern ist gleichzeitig ein Nachteil des indirekten Absatzes. Ja, also Sie sehen, dass man, wenn man diese Punkte hat, dass man sie in verschiedenen Konstellationen auch immer wieder bringen kann und das Marketing wird selbstbestimmt. Ein weiterer Nachteil des indirekten Absatzes. Der Händler bestimmt beim indirekten Absatz das Marketing, beim direkten Absatz bestimmt man das Marketing selber. Sie sehen also, wenn Sie die Vorteile des direkten Absatzes, wenn Sie die kennen, dann kennen Sie die Nachteile des indirekten Absatzes. Ja, sehen Sie auch immer die Zusammenhänge hier, damit Sie nicht so viel lernen müssen. Es gibt ja sogar Leute, die lernen sowas auswendig. Nein, über Kombination kann man doch sowas ganz schnell sozusagen umetikettieren. Dann hat man die Nachteile des indirekten Absatzes. Die Nachteile des direkten Absatzes sind die Vorteile des indirekten Absatzes. Der Markt wird nicht vollständig erreicht. Was will man damit sagen? Die Händler, das sind die, die den Markt durchdrungen haben. Die haben ihre Konzentration, ihre Aufmerksamkeit konzentriert auf sowas, Marktdurchdringung. Ja, Händler ist ja jemand, der nichts produziert, sondern etwas verkauft, was jemand anders produziert hat. Und der hat sich vorher darauf konzentriert. Wenn man jetzt direkten Absatz betreibt und auf die Händler verzichtet, dann wird man den Markt nicht vollständig erreichen. Gleichzeitig ist das ein Vorteil des indirekten Absatzes, dass man den Markt vollständig erreicht über das dichte Händlernetz. Und Funktionen des Handels müssen übernommen werden. Ja, der Handel, der tut natürlich auch einiges, damit er handeln kann. Ladengestaltung zum Beispiel und diesen Laden auch in Ordnung halten, das muss man jetzt alles selber übernehmen, während man ansonsten dem Handel beim indirekten Absatz ja nur die Ware liefert und den Rest macht der Handel dann. Ja? Wollen Sie lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.